Oh, diese blöde Echse hier macht alles kaputt. Jawohl, die Grundschule kaputt. Grundkatastrophe, jawohl. Ein Haufen Häuser kaputt. Polizeiwache kaputt. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Wie mies ist das denn? Die scheiß Echse macht alles kaputt. Ey, wehe, die planiert jetzt meine Omega-Co-Fabrik. Das wäre der Super-GAU. Ja, mein Windkraftwerk. Ja, komm. Reiß halt alles ein, du Scheißvieh. Alles kaputt bei mir. Ja, ist doch super. Oh, alles kaputt. Jo, Omega-Co-Fabrik, schön. Hat ja nur 90.000 gekostet. Reiß halt ab. Ja, ich meine, 90.000, das ist nicht viel. Windkraftwerk war auch teuer, jetzt habe ich auch noch Stromprobleme. Wenn ich Pech habe. Denkt die Echse sich auch. Oh ne, ich kaufe Strom von Annie, Gott sei Dank. 90.000. Jetzt hätte ich jetzt ziemlich die Arschkarte. Würde ich keinen Strom von Annie importieren. Oh Mann. Macht hier auch alles kaputt, die scheiß Echse. Vor allem meine Polizeiwache, ey. Und die Grundschule. Oh, die arme Grundschule. Ja, die Grundschule. Vor allem Mann. Die Grundschule, Mann. Kann man einfach nicht einfach die Grundschule kaputt machen, ey. Dann stelle ich jetzt mal Solarkraftwerke auf wieder. Bleibt mir nichts anderes übrig. So, dann hauen wir das mal weg. Die Grundschule ist lebenswichtig. Oh, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht so viel Verlust fahre, ey. Oh wei, oh wei. Das geht eigentlich bei ja, mir. Ja, bei mir gar nicht, weil also das Ding gerade die halbe Stadt planiert hat. Ja, musst du die halbe Stadt wieder aufbauen. Ja, ist aber alles kaputt und ich habe kein Geld. Mal. Ja, musst du Annie anrufen. Ja, auch zu spät, weil der ist ja nicht zu Hause. Dann hast du Pech. So. Wenigstens mache ich gerade keinen Verlust. Schon mal ein Anfang. So, der Kredit muss ich nachher auch wieder abbezahlen, dann ist er weg. Sicher ist sicher. Weil, das kann ich nicht verantworten. Aber blöd ist jetzt echt die Polizeiwache, ey. Habe ich denn hier gleich wieder Kriminalität überall? Ja, 3 Verbrechen pro Tag. Natürlich in der Gegend, wo die Polizeiwache standen. Super. So, ich mache wieder Gewinne, Gott sei Dank. Ja, und Obdachlose, so viele. Und zwar, wie viele genau? 113 Obdachlose, jawollo. Verlassene Gebäude, weil die... Ach, die Steuern muss ich wieder runternehmen, ey, die sind so hoch, deswegen hauen die alle ab. Krieg gerade die ganze Zeit Feuerwehrdrohnen von Annie. Ja, der hat zum Glück schon mal welche. Ich habe ja hier gar nichts. Jetzt habe ich nicht mal mehr genug Strom, muss schon zukaufen. Weil der das Ding bei ein komplettes Windkraftwerk planiert hat und da hat ein Haufen Geld drin gesteckt. Oh, bringt doch das beschissene Öl zur Fabrik, bitte. Damit die produzieren kann. Es wird schon auf dem Weg, das Öl. Ist das schon da? Nee, leider nicht. Eieieiei.
Ich brauche Geld. Ich auch. Ja, wo karrt ihr denn das Öl hin? Ich habe das doch eben hier importiert. Ja, da fahrt ihr doch mit dem Öl. Bringt es doch mal zu der Fabrik. Ja, wenn die ein halbes Jahr brauchen, bis dahin zu fahren, bin ich pleite, bevor die angekommen sind, ey. So, jetzt haut raus das Omega, bitte. Ja, immer mehr Obdachlose, immer mehr leere Gebäude. Was geht denn ab? Komm schon, die Omega-Produktion muss es wieder reinfahren hier. Ach, jetzt habe ich schon wieder kein Öl. Oh oh. Glaube ich gleich den nächsten Kredit aufnehmen. Eieieiei. Müssen wir Steuern wieder hochschrauben und noch irgendwas ausmachen, damit die mit die Ausgaben ein bisschen runtergefahren sind. Ich muss noch Öl importieren. Was ich jetzt auch nicht mehr machen kann, bis Omega wieder nachproduziert wurde. Oh je. Eieiei. Schon wieder so eine Lage, die passt mir gar nicht. Aber die Omega-Produktion rennt wieder an, das ist schon mal gut. Hat aber gleich das Öl wieder leer gesüffelt. Die Produktion. So, nehmen wir mal noch einen zweiten Kredit, aber nur einen 25er. Damit ich hier wieder wenigstens Öl kaufen kann. Sonst sieht's bald düster aus. Oh je, oh je. Und bei dir so? Wie ist die Lage? Ja, 2000 plus in der Nacht, ich meine. Du, läuft. Ja. Ich meine, du kaufst ja ständig Rohöl. Ja, sei froh. Das ist das, was mich gerade bankrott fährt. Diese Rohöl-Einkauferei. Ich dafür eigentlich gar kein Geld habe. Und ich deswegen viel zu wenig Omega produziere. Weil ich zu wenig Omega produziere, habe ich kein Geld. Böse Spirale. Ich baue gerade erstmal meine ganzen Häuser alle aus. Finde ich voll toll. Yay. Yay. Dann kommt noch Annies Brandstift darüber. Den kann ich auch gebrauchen hier. Ja, kommen Sie alle zu mir. Stecken Sie meine Häuser in Brand. Los. Genau. Ja, witzig. Jetzt kommt ein Brandstifter von dir zu mir. Das ist jetzt echt witzig. Wir teilen hier so ein bisschen die Brandstifter. Nein, das kann ich nicht verstehen. Nein, ich will das nicht verstehen. Lass das. Mach den weg. Mach die bitte weg. Oh Gott, ich hab Stromproblem. Ich guck schon gar nicht mehr auf den Stadtscreen bei mir, weil ich mich gar nicht mehr traue. Ich guck nur noch auf den Spezialisierungsscreen.
Aber ich mach grad wieder 11.000 pro Stunde. Und importiere dein Öl. Weil ich es brauche. Ich merk's. Ich krieg Geld, ganz viel Geld. Hab keine Ahnung, wie lange ich das noch machen kann. Dass ich in naher Zukunft hier noch überlebe. Und ich mach plus 10.000 pro Stunde oh, trotzdem. Du nimmst mir einen Teil meines Mülls ab. Läuft, du ich bin ein ja sehr nett. Netter Mensch, ja. Obwohl ich noch nicht mal Müll habe, aber du nimmst mir Müll ab, dankeschön. So, ich könnte jetzt einen Kredit auslösen. So. Gibt schon mal mehr Einnahmen. Ja, scheint zu laufen jetzt. Auch wenn das mit dem Öl immer ein bisschen stockt. Mache ich gerade 10.000 Gewinn pro Stunde. Also ich stelle fest, man kann mit dem Zeug sehr viel Gewinn und auch sehr viel Verlust fahren. Also brauchen wir eine gute Strategie. Ja. Wie das wohl ausschaut. Erst das eine, dann das andere. Genau, man muss halt gucken, dass sich irgendwie in die Waage hält. Dass du so viel reinnimmst, wieder auch raushaust. Das ist echt ein Problem. Oh, ich hoffe, das Öl kommt da bald an. Das habe ich gleich das nächste Problem. Was ist mit dem Öltanker los? Ach, da ist er. Jo, komm, beweg dich mal. Hat 1000 Barrel Öl geladen. Fährt die einfach nicht. Ach so, nee, das sind frisches Öl. Das wird hier gerade in die Stadt reingefahren. Ah, okay. Jetzt gehen zwei Öltransporter zu meiner Fabrik. Ja, meine Öltransporter brauchen einen Moment. Ja, es ist dieser dämliche die sind auch ein Verkehr langsam, hier, ey. Weißt du? Ich muss die Verkehrswege ausbauen. Es gibt ja diese Omega-Verkehrswege. Die sind unabhängig vom Verkehr, die sind besser. Da passiert sowas nicht. Normalerweise. Aber mit dem Roherz mache ich auch ziemlich gut gewinnen. Weiß gar nicht, ob ich das sogar importiere, aber ich glaube nicht. Habe ich selber. Weil ich aber auch zwei Erz... Ja, einfach mal alle kein Öl habt. Zwei Erzbergwerke habe ich ja auch. Weil Andy... Ja, Andy... Andy importiert nämlich auch Öl. Ja, irgendwo muss es ja hin, ne? Der hat auch Omega-Fabriken. Ja. Wenn er Megatürme hat. Das heißt, er muss auch schauen, dass er... immer an Öl rankommt. Und an Erz. Okay, es scheint sich hier gerade die Waage zu halten. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Entspannt die Lage ein bisschen. Ja, es geht bei mir eigentlich auch gerade. Ist ganz gut hier. Macht nämlich wieder gut Gewinn. Ja, Transporte sind ein Problem, weiß ich. Ich habe das Busdepot ja auch aus. Könnte jetzt wieder anschalten. Allerdings kostet das halt auch Geld. Und das ist das, was ich wohl am ehesten noch abschalten konnte. Meiner Meinung nach. So, ich habe verlassenes Gebäude. Ah, okay, Grundbrand, das ist ja in Ordnung. Was hatten wir hier noch? Noch irgendwo zwei Stück, ich sehe sie nicht. Ah, doch, da unten. Und dort. Alles brennt, okay. Joa. Scheint doch zu rennen bei mir. Gerade. Ja gut, die liefern immer wieder Rohöl nach. Gefällt mir sehr gut. Und was bei dir so Phase in deiner Stadt? Mir geht's eigentlich gerade recht gut. Ich mach Gewinn, alles super. Hab genügend Strom, hab genügend Abwasser. Na dann. Abteilung. Ist ja alles fein. Zeugs da.
Ich bin mit Strom schon im Minus, aber ich kann gerade echt nicht. Ja gut, ich könnte das bei Andy noch zukaufen. Na komm, kaufe ich bei Andy noch zu. Damit sich hier ein bisschen die Waage hält. Mit dem Strom. Weil Stromengpässe, die sind gerade, die kann ich mir gar nicht leisten. Ich muss unbedingt günstiger an Rohöl rankommen. Wenn ich das immer für 10.000 importiere und nur für 10.000 Drohnen herstelle, mache ich keinen Gewinn. Nur für 12.000 importiere ich das sogar. Ich weiß gar nicht, kann man... kann man noch mehr Dinge bauen an einem Markt? Also an einem Handelsdepot? Ja, kannst also ich habe jetzt... Zwei Rohöllager, ein Handelsdepot, ich glaube, irgendwann ist das aber voll. Ich glaube, da kannst du nur eine gewisse Anzahl an Lagern dranhängen. Dann ist das ausgelastet. Ja. Versandlager, dann habe ich ein Rohrerzlager und zwei Rohöllager. Und jetzt kann ich nichts mehr dran bauen, deswegen. Limit erreicht. So, weiter Stück für Stück das Solarkraftwerk aufbauen. Wenn ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen Geld habe zwischendurch. Weil letztlich muss die Stromversorgung ja irgendwie abgedeckt werden. Ich mache alleine mit dem Rohöl 52.000 am Tag. Ah ja, läuft doch. Ich mache gerade 11.000 die Stunde mit mit meiner Omega-Produktion. Allerdings brauche ich dafür sehr viel Öl. Und das ist sehr, sehr teuer am Weltmarkt. Irgendwie 12.000 pro 1.000 Barrel. Und die zieht eine Fabrik weg und ich muss noch eine zweite bauen nachher. Ey, ich verkaufe Energie an dich. Hast du keine Energie, wa? Ich hab mir mal geklaut, ich hab mir bei dir noch angezapft. Weil ich Energie brauchte. Sonst sitze ich irgendwann stromtechnisch auf dem Trockenen. Das ist nicht so toll. Dann rennen mir nämlich die Leute noch mehr davon. Machen sie eh schon, weil die Steuern so hoch sind. Aber das wäre dann richtig krass. So, mal schauen, dass wir uns wieder ins Grüne wirtschaften. Dann kann ich auch den anderen Kredit noch ablösen. Der ist noch bei 62.000 gerade. Könnte ich jetzt ablösen, aber dann habe ich keinen Spielraum mehr, um mir wieder Öl einzukaufen. Jetzt gehen meine Einnahmen hart runter. Warum ist los? Okay. Scheinbar geht meine Omega-Co-Produktion gerade runter. Wieso? Weil zwei verlassene Industrieunternehmen. Shit, baut neue hin. Los. So, machen wir mal hier noch eine Straße rein. Und lassen die hier noch ein paar ranbauen. Sicher ist sicher. Weil Industrie habe ich auch ein bisschen noch Nachfrage. Das heißt, die könnten hier noch hinstellen, ihre Gebäude. Dass hier alles ein bisschen genutzt wird. Weil sobald die Industrieunternehmen wieder Omega nachfragen, kriege ich wieder Geld. So ist dieser Kreislauf. Und wir schauen jetzt, dass wir hier gleich den Cut machen. Habe ich in meine Audioaufnahmelinse, haben wir gleich die 40 Minuten. Und wenn wir nachher die zweite Runde noch aufnehmen. So, Industrie, baut auf eure Unternehmen. Schneller, bitte. Ich produziere nämlich gerade Omega für die Cuts, glaube ich. Das kann ich mir nicht lange leisten. Jetzt muss ich den Import von Öl erstmal stoppen. Nein, das kannst du nicht machen. Oh doch. Muss ich sogar machen. Aber ich brauche doch auch Geld. Muss dir mal eine Einnahmequelle suchen noch. Das wäre auf jeden Fall kein Fehler. Nee, ich hab andere Einnahmequellen, aber keine großen. Tja.
Tja, der Andy importiert ja auch noch. Ah, die Omega-Produktion geht wieder hoch. Okay, Freunde, wir machen hier den kurzen Cut. Wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder und nehmen dann nochmal zwei Parts auf. Bis gleich.